Ja, wir sehen hier den Jahresbericht von der Mittelschule Marktlindersdorf aus dem Jahr 2014-15. Hier ist er sogar im Hochglanzeinband erschienen. Und was man dazu alles braucht, um einen Jahresbericht in diesem Format zu erstellen, welchen Vorlauf man braucht, welche Leute hier mitarbeiten sollen, das erläutere ich hier kurz in meinem Video. Ja, welche Personen sind für so ein Projekt eigentlich notwendig? Gehen wir es mal im Einzelnen durch. Wir haben natürlich einen Chefredakteur, das ist der Schulleiter, der muss natürlich auch absegnen, was kommt rein, was nicht. Dann ganz wichtig, Fotograf, Grafiker, kann auch eine Person in einem sein, aber es ist gut, wenn jetzt zwei Personen da beteiligt sind, weil falls einer ausfällt, dann ist immer noch jemand da, der weiter fotografieren kann. Und was auch schön wäre, ist vielleicht auch bestehende Fotos mit einem Bildbearbeitungsprogramm nachzubearbeiten oder vielleicht besondere Effekte damit zu machen, wobei man das später im InDesign auch noch machen könnte oder dann vielleicht entsprechende Illustrationen oder sowas entwerfen. Was sich ganz gut bewährt hat, sind drei Layouter statt einer. Drei können natürlich sehr viel effektiver und schneller arbeiten. Ich zeige auch nachher, wie man eine Datei aufteilen kann auf drei Personen. Das heißt, man kann dann unabhängig voneinander an dem gleichen Jahresbericht arbeiten und kann diese Dateien dann zum Schluss zusammensetzen. Ja, dann braucht man natürlich jemand, der Korrektur liest. Hier hätte man natürlich auch eine Rechtschreibhilfe im Programm, aber wenn man das selber nochmal drüber liest, dann ist es natürlich besser. Ja, einen technischen Berater braucht es eigentlich, wenn man mit einem neuen Programm wie zum Beispiel InDesign arbeitet, der sich einfach auskennt, dem man was fragen kann. Also hier sollten zwar alle so weit sein, dass man sich untereinander helfen kann, aber eine Ansprechperson, das muss ja niemand aus dem Kollegium sein, aber vielleicht irgendjemand, der sich da besonders gut auskennt, sollte man also als Berater zur Seite stehen haben. Gut ist natürlich, wenn man dann ein Programm verwendet, das sehr bekannt ist, wie zum Beispiel Quark Express oder InDesign, weil hier ist ein großes Forum da und hier wird einem bei jedem Problem dann in den meisten Fällen geholfen. Ja, und was jetzt nicht fehlen darf, sind natürlich die Kollegen, die die Artikel schreiben, die auch Fotos beisteuern, weil sonst kommt ja dieser Jahresbericht gar nicht zustande. Ja, was benötigt man für Werkzeuge? Ein Desktop-Publishing-Programm ist hier vonnöten, und zwar entweder InDesign oder Quark Express. Was noch ginge, wäre der Publisher. Allerdings stößt er ab 30 Seiten so an seine Grenzen. Das Programm wird dann schon sehr träge, steigt aus, stürzt ab. Genauso auch so kostenlose Sachen wie Scribus. Da ist nach 30 Seiten auch Schluss. Also hier ist Mittel der Wahl InDesign. Zur Bildbearbeitung, Photoshop oder GIMP. Da kann man ein ganz normales Programm dazu verwenden. Dann kann man sich überlegen, wie man die Dateien entsprechend aufteilt. Was vielleicht ein bisschen ungünstig ist, ist eine mobile Festplatte. Und jeder, der dann vielleicht an einem Tag dran arbeitet, bekommt dann die Festplatte. Wenn man zu dritt ist und zu dritt layoutet, hat man natürlich einen großen Leerlauf. Natürlich kann man die Datei dann aufteilen auf drei Festplatten. Allerdings ist natürlich auch der Materialfundus auch entsprechend müsste aufgeteilt werden. Und so bietet sich vielleicht ein Cloud-Speicher eher an, um hier entsprechend die Dateien und die Materialien gleichzeitig bearbeiten zu können. Ja, eine gute Kamera wäre wichtig, wobei mittlerweile auch die Smartphones sehr gute Fotos machen.
Also hier ist dann eher wichtig, dass bestehende Fotos nicht, wenn sie per E-Mail zum Beispiel versendet werden, dann verkleinert werden, sondern halt in der vollen Auflösung vorliegen. Ja, was sich auch als sehr nützlich erwiesen hat, eine ortsnahe Druckerei, wo man auch mal hingehen kann, wo man anrufen kann, mit denen reden kann, wo man in die Druckerei reinkommen kann. Nicht nur, dass man sich die Maschinen anschaut, wie dieser Druckvorgang stattfindet, sondern auch, wenn dann mit dieser PDF-Datei, die da in den Druck geht, wenn da noch irgendwas zum Nacharbeiten ist, dass man einfach hier nochmal einen persönlichen Kontakt hat, um hier die Dinge entsprechend abzuklären. Ja, wie soll sowas ablaufen? Hier gäbe es zwei Varianten. Einmal einen Abgabetermin festlegen für die Kollegen, für die Artikel und die Bilder. Oder die andere Variante ist, es ist vielleicht eine Gruppe von Kollegen, die dann das ganze Jahr über an dem Jahresbericht schon arbeiten. Die Bilder, wie gesagt, müssen entsprechend vorbereitet sein, also in der vollen Auflösung vorliegen. Und man muss auch nochmal kontrollieren, dass die Druckgröße der Bilder in der entsprechenden Größe vorliegt. Wenn das dann der Fall ist, kann man da eigentlich gut damit arbeiten. Zur Dateistruktur, die zeige ich gleich noch, hat sich bewährt, dass man also die Materialien in einer Ordnerstruktur entsprechend verteilt, die auch in der Reihenfolge, so wie sie dann später im Jahresbericht auftauchen, strukturiert ist. Und so findet man sich halt dann entsprechend beim Layouten viel besser zurecht. Also hier sehen wir diese Ordnerstruktur, die hier entsprechend nummeriert wurde, dass er auch in dieser Reihenfolge auftaucht. Und diese Reihenfolge, die ist praktisch dann auch im Jahresbericht zu finden. Und zum Schluss, wenn alles gelayoutet ist, dann macht man einfach mal einen Probedruck und gibt die Seiten zum Korrekturlesen weiter. Und hier gibt es auch eine Möglichkeit, mit einem anderen Programm, gerade von Adobe, auf diese Datei zuzugreifen, sodass praktisch nur der Text verändert werden kann, aber nicht die Bilder oder das Layout an sich. Hier gibt es halt diese beiden Varianten, wie man dann entsprechend die Fehlerkorrektur machen könnte. Ja, und der PDF-Druck ganz zum Schluss. Wie gesagt, man kann diese Datei aufteilen auf verschiedene Leute und zum Schluss fügt man das Ganze dann entsprechend zusammen und hat dann eine PDF-Datei. Hier muss man auch nochmal bei der Druckerei nachfragen, wie die das haben wollen. Wollen die die PDF-Seiten einzeln haben oder im Bogen? Das ist dann bei jeder Druckerei anders. Ja, man muss auch noch Zeit einplanen für den Druck, für das Binden und für die Lieferung. Das ist so, ja, so um eine Woche rum, was die Druckerei hier braucht, bis der dann fertig geliefert wird. Also hier, wenn man den Abschlussschülern einen entsprechenden Jahresbericht mitgeben möchte, dann sollte man halt entsprechend den Zeitplan so setzen, dass man hier dann noch genau auf den Tag die Lieferung bekommt. Ja, hier noch ein paar Tipps aus den vergangenen Jahren. Wenn man sich für die Variante entscheidet, der Jahresbericht entsteht am Ende vom Schuljahr, dann ist es halt wichtig, dass die Kollegen die Abgabetermine einhalten. Das Problem ist nämlich, wenn man im Nachhinein, wenn man also schon zum Layouten begonnen hat, dann Material bekommt, dann wird es unübersichtlich. Man weiß nicht, was ist jetzt neu reingekommen, was hat man schon. Hier wäre es dann fast notwendig, eine Dokumentation parallel noch zu führen. Und das macht das Ganze natürlich wieder sehr viel umfangreicher. Also Tipp von mir, den Abgabetermin setzen, die Materialien entsprechend aufteilen
und dann zum Layouten beginnen und dann kann man die Sache entsprechend abschließen. Ja, geeignetes Medium für das Dateneinsammelns oder Sammelns. Hier bietet sich die E-Mail an. Mit USB-Sticks ist halt ein bisschen schwierig. Virenproblematik, verliert vielleicht. Also hier vielleicht eine E-Mail-Adresse extra für den Jahresbericht einrichten und dann können alle Kollegen das Material entsprechend schicken. Und man kann es dann so entsprechend dann gleich weiterverarbeiten. Beim Bilder verschicken hier nochmal der Tipp: aufpassen, dass die Bilder nicht automatisch komprimiert werden, weil hier muss man natürlich aufpassen, die Bilder im Druck, die brauchen die volle Auflösung, damit sie im Druck halt gut rauskommen. Was sich auch bewährt hat, ist, wenn hier bestimmte Artikel drin sind, die Bilder haben, dass man auch weiß, welches Bild gehört zu welchem Artikel. Oft sieht man Schüler an Tischen sitzen, aber das eine ist dann das Frühstück und das andere, das ist dann irgendein Adventsbasteln am Nachmittag und man kann es dann nicht wirklich unterscheiden. Also hier wäre es hilfreich, die Dateien und Bilddateien dann entsprechend gleich zu benennen. Ein kleiner Hinweis noch bei Klassen und Klassenaktivitäten. Also hier teilt man das entsprechend so auf, dass man hier also jeder Klasse einen Ordner gibt. Die Klassenfotos selber, die würde ich nochmal in einen extra Ordner hier einfügen, um dann später hier schneller auf das Klassenfoto natürlich zugreifen zu können. Allerdings die Klassen mit ihren einzelnen Aktionen, wie hier, das sollte man also so organisieren, Klassenstufe und dann hier entsprechend der Artikel und dazu das entsprechende Bild. Und hier kann man jetzt auch gut sehen, hier das hier alles, da handelt es sich um den Ausflug, hier um den Museumsbesuch und so kann man eine schöne Unterscheidung haben und so kann man auch sehr viel schneller und leichter dann layouten. Was natürlich noch ginge, wäre, dass man die entsprechenden Aktionen als Ordner anlegt und dann entsprechend die dazugehörigen Dateien hier entsprechend einfügt. Allerdings gefällt mir die vorhergehende Variante besser, weil hier nochmal eine zusätzliche Ordnerebene auftaucht, die natürlich dann ein Klick mehr braucht, um dann entsprechend in der Bridge später dann auf diese Materialien zugreifen zu können, um sie dann in den Jahresbericht einfügen zu können. Aber die zwei Varianten, die würde ich jetzt empfehlen, um das Material dann entsprechend bei den Klassenaktivitäten aufzuteilen. Was auch wichtig wäre für das flüssige Arbeiten, dass man hier nicht für jede Aktion 20 Bilder damit reingibt und dann sagt, naja, sucht euch das beste Bild raus, sondern dass man hier wirklich 3 bis 5 gute Bilder für diesen Artikel entsprechend aussucht, sodass man praktisch die Layout-Arbeit, dass man sich da entsprechend drauf konzentrieren kann und nicht dann nochmal die Bilder entsprechend groß aufziehen muss, anschauen muss, sind die überhaupt geeignet, schauen da alle aus dem Bild raus oder weg oder rein und dass man hier eben flüssig arbeiten kann. Ja, wichtig ist bei den Artikeln das Dateiformat. Früher, da musste man darauf achten, dass das vielleicht eine Textdatei ist, dass da keine Formatierungen drin sind. Heute mit einem Programm wie InDesign geht es etwas reibungsloser. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Word-Datei hernimmt, das kann das Programm mittlerweile verarbeiten. Allerdings sollte man trotzdem schauen, dass da keinerlei Formatierungen drin sind. Also keine unterstrichenen Überschriften, keine hervorgehobenen Texte, keine
Einrückungen oder schon Bilder vielleicht sogar, wo die Bilder entsprechend eine Textflussformatierung bekommen haben. Also einfach den ganz normalen Text. Und dieser Text wird dann erst in dieser InDesign-Datei gelayoutet und da muss man dann eben schauen, wie passt das Bild zum Text zusammen und erst da entscheidet sich dann, wie sieht dieser Artikel dann fertig aus.